Willkommen, liebe Freunde, zum Ligaspiel. Wir spielen gegen. Warte mal. Sind wir überhaupt die Muffins gerade? Ja. Das scheint aber ein ganz anderes Team. Bin ich jetzt doof? Nein. Das war nicht stand da. Achso, wir sind ja. Ach, wir sind ja. Wir haben ja Liverpool-Trikots. Yo, genau. Ich hab da noch gedacht. Ja, wir haben ja die letzten Spiele da uns versucht, hier durchzukämpfen. Heute ist der Currywurst mal nicht dabei. Aber nur dieses Spiel. Beim nächsten Spiel ist er schon wieder dabei. Dafür haben wir heute den Leno dabei. Und der Taros wird beim nächsten Spiel auch wieder auftauchen. Aber wir haben uns einfach mal gedacht, komm, Leno holen wir mal dazu. Ja, vielleicht wird der hier ein paar Treffer erzielen. Ja, mit dabei ist noch der Major und der Bronzo. Meine Wenigkeit, wir variieren ja ein bisschen bei FIFA immer mit der Kombination, wer hier so mitspielt. Aber unser Stammteam kennen wir ja. Und der Bronzo wollte jemanden danken, habe ich gehört. Ja, zwar wir haben ja schon öfter mal dem Vadim gedankt für die Statistik. Aber ich dachte mir, weil ja die Fanseite auch noch entstanden ist, können wir ja auch nochmal unter anderem dem Marc Schmidt danken, der an der Fanseite beteiligt ist, also die Muffins-ProClub.de, bla 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 und so. Kennt er ja die Seite. Ziemlich ja, die ist unter dem Video mal hier verlinkt, Leute, also für alle, die ja. Können wir ja nochmal, unter anderem hat der Marc Schmidt das gemacht und dachte ich mir, hey, sagen wir auch nochmal Danke, ne, auf jeden Fall. Da schieße ich und mal drauf. Und natürlich auch an das ganze Team, ne? Genau. Ja, vielen Dank. Also Leute, schieße, ne? Nicht sei mir eigentlich, ja. Müssen wir nicht mittlerweile sagen, frohes neues Jahr? Moment. Bevor du schießt, Matcher, warte eine Sekunde. So, ja, sorry, ich musste kurz den Schnitt setzen, da ich noch kurz was pausieren musste im Hintergrund. Jetzt hattet ihr... Oh, klar! Chance. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank an die Leute von der Seite. Ja, und jetzt wollen wir hier versuchen, die Muffins endlich in Liga 5 zu drücken. Ja, und der Leno hat es ja schon gesagt, also wir sind ja schon weit im Januar. Frohes neues Jahr auch nochmal. Es war ein bisschen später jetzt, ja, haben wir ja schon gesagt. Aber kein Problem. Selbst an meinen Geburtstag kommt FIFA-Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, siehst du, so was Schönes. Es kann sogar sein, dass es hier schon, dass mein Geburtstag sogar schon war. Oh. Also das ist schon echt krass. Ja, wir haben so, also ich kann das ja sagen, wir nehmen das hier gerade tatsächlich im November auf. Ja. Wir haben so weit vorproduziert, weil wir einfach so FIFA gesuchtet haben und euch da die Folgen präsentieren wollten, weil, guck mal, wenn wir so eine Aufnahmesession machen, nehmen wir direkt immer 7, 8 Folgen auf. Wir könnten eigentlich schon FIFA täglich raushauen und wir hätten trotzdem bis Januar Folgen, ja. Aber, manchmal gibt es halt so Phasen. Schon draußen. Ja, genau. Manchmal gibt es aber halt so Phasen, da hat man halt nicht mehr so Lust, irgendein Spiel zu spielen und da ist man halt ganz froh, wenn man irgendwas vorproduziert hat, weil wenn man dann wieder die Lust hat, dann weiß man, ah, guck mal, ich habe das Polster. Oh. Ja, und dann. Boah, diese Origin-Geräusche, die mir so auf den Sack, ne? Origin? Orig? Ja, Leno, jetzt haben wir heute, drauf, hast als Gastspieler hier. Auf dem Gefühl kann ich nicht viel machen. Wo der Curry ist übrigens beim Zahnarzt heute. Wenn es lügt. Nein, der Curry ist gerade am Essen, deswegen kann er den mit aufnehmen, kann man ruhig sagen. Am Schlürfen ohne Zähne. Ja, der Curry isst eigentlich nur Suppe. Trinkt Stroh, ne? Ja, das kommt immer vorhin in den Mixer dann. Curry aus dem Jenseits. Okay, Lennon, bin hier oben. Hey. Guck mal hier hinten so. Bronze, genau. Bronze! Oh, kann man nicht ran, ey. Scheiße. Ja, was Trainer Major ist gerade auch irgendwie. Boah, meine Spieler, es ruckelt sich gerade hier lang. Was ist denn da los wieder? Okay. Oh, Bronze! Bronze! Schieß! Ja. Ja. Oh Mann, ey. Wir brauchen jetzt echt einen Sieg. Ne? Wir dürfen jetzt eigentlich nur noch siegen. Wir wollen jetzt wirklich mal aufsteigen. Naja, ich meine, 3 Siege hintereinander wären jetzt schon mal super. Major, bist du noch da? Ich hab eigentlich für Leno gedacht. Ja, ich bin noch da. Letzte Arsch, ey. Boah! Nee, ich hab grad hier noch im Hintergrund andere Probleme. Technische Probleme hat der Major. So, komm. Ah, oh, schade. Ja, 25. Minute 0-0. Major ist da gerade ein bisschen beschäftigt, aber spielt ganz gut. Also quasselt gerade nicht ein bisschen. Passiert aber alles gut. Wir machen das schon hier. Ich bin anwesend. Alles hier easy. Das ist gut. Hauptsache, du bist auf das Spiel fokussiert hier. Ja. Unser Trainer ist immer dabei. Es geht immer. Es geht immer darum. Da geht immer ins Tor. Oh, Major! So, Leno? Ja, geht's auch. Hier, Bronze. Lauf, weg, der Bronze. Geh durch. Mach allein. Bam, Alter, nicht dein Ernst. Weil der Bronze mich eigentlich blockiert gerade. Nein, Mann, Alter. Ich war doch schon längst weg, Alter. Nein.
Das war so sicher, ey. Das war so ein sicheres Tor. Scheiße. Egal. Ich weiß gar nicht, ob der Bronze mich blockiert hat. Abseits. Ey. Abseits. Wie ärgerlich. Ja, ich bin noch rechtzeitig weggedriftet, aber dein Spieler, der hat irgendwie so komisch geschossen. Der Gegenspieler wartet noch dran. Achso, okay, dann tut's mir natürlich leid, Bronze. Alles gut. Bronze-Baum! Gar kein Bronze, Problem, der kommt auf dich, Bronze. Köpf den mal irgendwo hin. Okay, warte. Oh, der kommt auf mich. Aber nochmal kleine Ankündigung. Auch nochmal hier, das habe ich ja schon mal erwähnt. Wenn ihr lustige Major-Bilder habt, bitte auch in den Pinwand posten. Ja? Also, ihr könnt Majors Kopf ruhig überall draufsetzen. Außer auf Terroristen. Wenn ihr lustige Dennis-Bilder habt, dann bitte auch meinen Facebook-Account posten. Nee. Nee. Sehr schön. Major hier runter. Cool. Sehr gut. Leno, lauf. Oh. Oh mein Gott. Nee. Schade. Kannst vergessen, Leno. Wie groß ist dein Spieler, Leno? Groß genug, ey. Ich weiß nicht. Ist noch ein Bernardino in deinem Kopf. Ah, guck mal, jetzt macht er den dicken Willi hier, so, weißt du? Ach so. Okay. Ist so fett. Ja, was bei uns auf jeden Fall ein Nachteil ist, das hat der Matcher schon mal angesprochen, dass wir tatsächlich so viele Pros hier haben, die besetzt sind, weil es gibt ja Leute, die spielen tatsächlich nur zu zweit oder alleine und sind dann im Vorteil, weil die Verteidigung ja dann deutlich besser agiert, als wenn man hier jede Position besetzt. Das muss man ja dann auch mal fairerweise sagen. Okay. Bin da, Leno. Matcher ist auch da und Bronze ist auch da. Bronze! Los, Bronze! Pass! Hallo! Schmeiß da nicht hin, Mann! Was ist das denn? War ein Foul eigentlich, so ein, oder? Wie so ein nasser Sack. Das war 11 Meter, Alter. Ich glaub, es geht immer darum, oder? Ja. Der Nutt-Typ muss geöffnet werden. Aber Bronze, du kannst ja mal so erzählen, wie du diese Entwicklung in FIFA bei dir so siehst, weißt du? Ja, komm. Matcher, bitte! Yes! Yes! Wie heißt das? Eine Hacke. Leck mir am Arsch. 1-0. Die Nummer 69. Bronze, was sagst du dazu? Was denn? Ja, Bronze, findest du denn, dass du in FIFA besser geworden bist? Das meint der Major wahrscheinlich. Ja, klar, wie du das so siehst, die Entwicklung. Wie du das Spiel so an sich siehst, wie du das bewertest und so. Was ist mit denen los? Ja, dann lass uns doch. Irgendwie kriegt er den Ball auch nicht, oder? Ja, ich trau mich nicht, weil ich nicht so ein fairer Idiot sein will. Also, persönlich muss ich sagen. Also am Anfang war ich jetzt ziemlich unsicher, was FIFA betrifft. Bronze, also ich muss kurz das sagen. Kannst du sofort reden, Bronze. Aber der Spieler ist gerade irgendwie AFK oder jetzt ist er wieder da. Okay, dann ist schon gut. Offensichtlich. Dann sag, was du sagen wolltest. Lustig irgendwie. Nö, also ist auf jeden Fall ein Unterschied für mich jetzt. Am Anfang, ich habe ja nie FIFA wirklich gespielt. Aber ich sag mal, es ist ja jetzt nicht so schwer, sich die Grundskills anzueignen. Das kriegt man schon ganz gut hin. Und wenn man das erstmal dann einigermaßen manifestiert hat, dann kann man auch, denke ich mal, mitspielen. Und wenn man noch so gute Teammates hat, die dann einigermaßen Bescheid wissen und einen sagen können, was Sache ist, dann geht das eigentlich, ne? Ja. Oder was meinst du, Major? Genau das meine ich, ja. Ja, es geht immer darum. Ja, aber ich finde, also was jetzt, bei das macht mir jetzt auch echt ungemein Spaß, muss ich sagen, ne? Das ist echt krass. Weil ich ja vorher FIFA wirklich nie gespielt habe, ne? Was ich bei unserem Team aber mega geil finde, ist, dass der Major so die Trainerrolle übernommen hat und die des Kapitäns und so alles ein bisschen ansagt. Ja, Taros ist halt unser Flankengott. Ich bin somit unter anderem der Vorbereiter. Und Curry spielt ja auch eine super Verteidigung immer. Außer in den letzten 8 Spielen. Scherz. Nee, aber wie gesagt, also ich finde, wir haben schon eine coole Rollenvergabe. Und so macht es halt unheimlich viel Spaß, auch für den Zuschauer, weil der Zuschauer weiß halt ungefähr genau, wer was so auf dem Spielfeld zu tun hat. Beim Bronze ist halt so, der Bronze ist so der Rabiate, weißt du? Wenn er den Ball mal hat und dann zimmert er den auch drauf, manchmal geht er rein, manchmal nicht. Aber der Rabiate, verpeilte Bronze, ja? Ja, ja. Hab letztens gelesen, der Bronze über... Kopf durch die Wand. Genau, der Bronze übertrifft sogar Sarraza und Pezet in einem, habe ich gelesen. Das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich hoffe, der Curry ist mal schneller da, damit er beim nächsten Spiel wieder dabei sein kann. Was isst du denn überhaupt, Curry? Was gibt's denn Leckeres?
Fundment. Wahrscheinlich Currywurst. Nein, Bolognese. Es gibt Julasch, Julasch, Julasch. Heute gibt es Julasch. Das ist doch geil, ey. Schreiben wir nicht so ins Ohr. Schmeckt doch gut. Okay, Leute, komm, 2-0 jetzt hier. Denn ich bin ein schwuler Fisch. Sehr schön, sehr, sehr schön. Major, ist es durch? Ja, wunderbar. Komm, komm, Major. Oh, Brutzel! Oh. Yes! Ja. 2-0, meine Damen und Herren, 2-0! Hat der Major sich durchgesetzt und der Bronze ballert die Kiste da rein hier. Zack! 2-0, meine Damen und Herren, 2-0. Yeah. Endlich mal wieder ein Sieg für die Muffins! Durch die Beine, Ome. Also zumindest bisherigem Stand. Ja, ich möchte nicht wieder zu viel... Sehr schön. Was sagst du denn zum Gegner, Major? Gut, schlecht? Naja, ja, geht. Die sind nicht gut. Aber wir sind gut. Also wir sind besser. Das ist schon mal... Der Gegner ein schwuler Fisch? Oh, Major kämpft und weggeköpft. Aber Gegner noch am Ball. Ey. Jo, Tor. So. Gefährlicher Schuss. Ja, sehr schön. Oh, Lenno, 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 oh, Lenno! War ein bisschen zu kräftig von mir. Kräftig, deftig, würzig, gut. Mit Pommes. Currywurst? Also. Bronze, du musst runter, ne? Du bist wieder. Guck mal, weil unten ist keiner. Hä? Ja, ich bin Sturm, Mann. Ja, aber auf der Seite. Oh, guck mal, bei denen hängt ein Spieler an uns an der Eckfahne. Bei uns, guck mal, warte mal. Warum zeigst du das? Nutz es aus! Dennis, ich bin rechter Stürmer, oder nicht? Mhm. Hey, was macht der denn da? Keine Ahnung, was der da macht. Oh, ich hab einen Fall rausgeholt. Na, mutet er sich. Gut, vielleicht triffst du ja das Tor von da. Schöne Frisur übrigens. Blue Hairs. Bam! Ja, wir sind nicht die besten FIFA-Spieler, aber haben die beste FIFA-Community. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Finde ich echt geil so, dass die Leute da unserem Pro-Club so unterstützen. Und auch immer schön dabei sind. Ja, muss ich ja nochmal sagen. Ja, nur guck mal hier oben. Ja, oder Major. Ei! Bronze? Oder Major, Major, Major! Yo! Oh, wie er mitnimmt. So, Bronze, jetzt machst du das Ding. Dein zweites Tor hier bei der Partie. Komm, Bronze. Bronze! Ja. Oh, was? Daneben. Oh, das gibt's doch nicht! Schieß auf, Major! Knall, knall, knall. Nein! Oh, aber noch eine Ecke. Oh Mann, ey, das war so knapp. Da bin ich gerade geflogen. Ja, du hast zu früh gedrückt. Sieht man das nochmal? Schade. Ja, da fühlen sie sich gestärkt hier. Okay. Komm, den machen wir jetzt rein, Jungs. Kann die drei Punkte für mich schon riechen. Oh. Oh, wer ist denn da? Keiner. Schade. Schade, schade, schade. Sehr gut, Major. Macht eine super Arbeit, der heute, der Major, als Verteidiger hier. Ja. Kann man nicht ganz schön anders sagen. Oh, Lenno, Lenno fordert raus. Lenno will's wissen. Oh, Mist. Schade. Setz dich da durch, ey. Zinken. Zinken. Der Ober. Der Lenno, der atmet einfach ein durch die Nase und weg ist der Spieler. Samt Ball. I. Das ist einfach so. Go, 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 Major. Jo, Major, geil. Knall mal drauf. Naja, ist zu boah. Boah. Was? Ey, also das war überhaupt kein Foul. Nee, Elf nee, Meter. Nee. Das beste Bronze, Bronze, so. Bronze. Jo, Major, geil. 11 Meter. Ulf, Ulf. Nehmen wir mal das Tor. Ulfric Sturmmantel. Ecke. You know nothing on snow. Bam! Ah! Lenno, Bam. Alter, da macht der hier, haut er einen raus, ey. 71. Minute, oh, meine Damen und Herren. Gelb für Superzinken, oh, Lenno. Oberzinker. Kann aber wehtun, wenn man den ins Gesicht kriegt. Hört sich an, als würde er in so einer Schmiederei arbeiten, ne? Oberzinker. Hast du gemerkt, Bronze? Hä, hey, komm. Die Zuschauer fanden ihn gut. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube eher nicht. Ich glaube Mitleid. Ich denke auch immer Karten. Du, Alter. Bronze, schieß!
Yeah! Ja! 3-0! Ich tanze Tango. Muppets! Ja, was ist los heute, Freunde? Und dann... Zack! Lenno bringt unserem Team Glück. Naja, würde ich nicht so behaupten, aber zack! So, der Curry könnte ja schon mal sich einen Platz reservieren. Wenn er schon zuhört. Dauerkarte. Hab ich schon gemacht, Danny. Mö, Kevin, oder? Wie war die Reise mit Pute? Die Reise. So, 74. Minute, 3-0 für die Muffins. Weiter geht's. Das ist doch schon mal jetzt mal hier eine gute Partie. Jetzt wollen wir auch mal hier anknüpfen. Und vielleicht, wisst ihr, was mir auffällt? Wenn wir mal in Führung gehen, ne, dann gewinnen wir auch immer ziemlich hoch. Also, dann ist immer irgendwie ein gutes Spiel für uns, so, weißt du, was ich meine? Ja, wir gewinnen oft irgendwie Dreierbereich, ne? Das stimmt, wenn wir denn mal gewinnen. Im dreistelligen Bereich? Bonze? Oh. Lauf, lauf, lauf! Oh, da haben sie wohl aufgegeben, hör mal. Oh, okay. Ja, ist vorbei. Aber wir haben das Spiel gewonnen. Also damit gehören die 3 Punkte uns. Sehr schade, dass die dann aufgeben und nicht wie so ein Ehrenmann bis zum Ende durchspielen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge FIFA 15 mit dem Curry auch dabei. Mal gucken, was für einen Gegner wir kriegen. Danke fürs Zusehen und ich freue mich drauf. Und danke, dass ihr uns immer hier die Treue drückt. Und danke nochmal an den Veranstalter der wunderschönen Muffin-Seite und natürlich auch an die ganze Community für euren tollen Einsatz. Hier sieht man nochmal ganz kurz die Punkte. Laufende Saison, 7 verbleibende Spiele. Wir haben 4 Punkte. Wir brauchen insgesamt 16 Punkte, um aufzusteigen. Bei 10 Punkten bleiben wir in der Liga drin. Und bei 19 Punkten, was passiert da? Das ist, glaube ich, was man maximal erreichen kann, oder? Ah, okay, sorry. Gut, dann bis zur nächsten Folge. FIFA 15! Ciao!